So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe ein Deck mitgebracht, was ich euch sehr oft schon vorgestellt habe und immer wieder update und auch dieses Mal kommt ein Update, weil es ist mein Main Deck, es ist Death and Taxes und ich liebe Death and Taxes und Death and Taxes hat ein neues Spielzeug bekommen, zumindest ein bisschen was und ich werde jetzt demnächst auch auf ein Turnier nochmal mit Death and Taxes gehen. Also wenn ihr das Video hier gesehen habt, werde ich wahrscheinlich das Turnier schon rum haben. Ihr werdet hören, wie ich kläglich gescheitert bin oder eben triumphal gewonnen habe. So oder so werde ich euch dieses Deck jetzt einmal vorstellen, der Iteration, der ich es spielen werde und werde wie immer was dazu sagen. Ich spiele 10 Basics, 5 in Ebenen und 5 Snow-Covered-Ebenen. Warum ich das tue, habe ich schon ziemlich häufig erklärt. Ich werde es hier nochmal erzählen. Es gibt die Karte Predict, die sagt, der Gegner mild eine Karte. Und wenn man sagt halt vorher eine Karte an und wenn es die Karte ist, die gemild ist, dann ist es halt so, dass der Gegner 2 Karten ziehen darf. Also derjenige, der es angesagt hat. Und das Problem ist, wenn der Gegner das auf uns macht, hat er eine Chance von 1 zu 6, dass er 2 Karten zieht. Hiermit hat er wenigstens nur eine Chance von 1 zu 12 und das ist eine minimale Verbesserung. Das ist der Grund, warum man das spielt. Ich finde halt, es ist sehr, sehr wichtig, jedes Prozent mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Statt dass man sagt, okay, nee, ich finde das viel hübscher, wenn alle Länder gleich aussehen. Ja, ist korrekt. Und es gibt auch immer die Argumentation, dass man eben nur Basics spielt, die eine Farbe und ein Artwork und so weiter haben. Aber hierbei, wenn man so viele spielt, ist es tatsächlich so, dass es besser ist, mit Snowcover zu splitten. Dann spielen wir 3 Karakas, wie immer, tappen für ein weißes oder wir bringen eine legendäre Kreatur zurück auf die Hand, selber ein legendäres Land. Wir haben so gut wie keine legendären Kreaturen mehr in unserem eigenen Deck. Zeitlang war das anders. Aber es ist immer noch so, dass diese Karte sich bewährt hat, gerade in einer Meta, in der haufenweise kleine Legendaries und große Legendaries rumlaufen, ist es super, super cool, die einfach auf die Hand zurückgeben zu können. Dann wäre Death and Taxes nicht Death and Taxes, wenn wir nicht wunderschöne 4 Wastelands spielen würden. Wasteland hier einfach nur als, ja, wir zerstören ein Land vom Gegner und dadurch hat er Mana-Probleme hoffentlich und deswegen spielen wir das tatsächlich, das ist der einzige Grund. Und es gibt natürlich Effektländer, die wir teilweise sonst nicht los würden. Genauso spielen wir eben 4 Rishan-Ports, tappen für ein farbloses oder ein farbloses Tappen. Wir tappen ein Land, auch das können wir mit Taschenzug machen, um ihm vom Mana abzuschneiden oder ihm bestimmte wichtige Mana-Ressourcen oder Effektländer aus dem Spiel rauszunehmen, was sehr, sehr, sehr cool ist. Deshalb 4 Rishan-Ports. Dann spiele ich ein Silent Clearing. Tappen, ein Leben bezahlen, wir kriegen schwarz oder weiß. Es gibt einen Grund, warum ich dieses rausgesucht habe. Es ist eine Karte im Sideboard, die schwarz braucht und das ist der einzige Grund, warum ich Schwarz-Weiß-Spiele. Auch hier ist es eine Mikroprozente von Spielen, wo das aufkommt. Wenn ihr nur das Weiß-Grüne oder nur das Weiß-Rote habt, dann könnt ihr auch die spielen. Ich spiele das Schwarz-Weiße, weil es eben diese Mini-Chance hat. So, dann genauso die Mini-Chance. Die zweite Mini-Chance ist, sind die Flagstones auf Trokair. Ein legendäres Land, was Tappen für ein Weißes hat. Oder wir können einfach, wenn es zerstört wird, unser Deck nach einer Ebene durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen. Ist auch nur für eine einzige Sideboard-Karte da, dass wir die eben, wenn wir sie draußen haben, ein Mini-Value rauskriegen können. Ihr merkt schon, gerade bei Death and Taxes muss man jeden Prozentsatz mitnehmen, den man kriegen kann. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig und ja, unterscheidet ganz, ganz viele Death and Taxes-Spieler, was auch sehr, sehr cool ist, weil jeder nimmt da irgendwo andere Prozente mit. Ich sag, Flagstones auf Trokair sind richtig gut. Ihr habt jetzt schon gezählt, 23 Länder, das ist so eigentlich der Standard, den ich habe. Viele Death and Taxes-Spieler spielen 24 und ich bin sogar dieses Mal so hingegangen und habe gesagt, okay, ich spiele 25, weil ich spiele 2 Ursachsager. Ja, Schande über mein Haupt, die sind noch nicht voll, sie werden noch voll werden. Ursachsager, das Land der Stunde, Enchantment-Land, Ursachsager. Und wenn es ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine Marke darauf, also einen Lore-Counter. Und nach jedem Draw, den wir hatten in der Draw-Step, also nach der Draw-Step, kriegen wir einen weiteren Lore-Counter. Beim ersten Mal hat die Karte nur den Effekt Tappen für ein Farbloses. Nach der ersten Runde kriegt sie den Zusatzeffekt, dass sie für 2 Mana Tappen ein Colorless Konstrukt machen kann, was Artefakte, Token ins Spiel bringt, die eben +1/+1 kriegen für jedes Artefakt, was wir kontrollieren. Und wenn das Ding geopfert wird, können wir unser Deck durchsuchen nach einem Artefakt, Mana Kosten von genau 0 oder genau 1 und können es ins Spiel bringen und danach unser Deck mischen. Was hierbei sehr, sehr, sehr cool ist, weil wir haben ja eine Menge eh schon mit 1 drin und deswegen würde ich auch sagen, machen wir mit denen direkt weiter. Wir haben einen Wackelkandidaten an erster Stelle. Den habe ich aktuell nur drin, weil er sehr, sehr stark ist. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Dieser Slot mit der Retro für der Foundry, 1 Mana Artefakt, das man eben raussuchen kann. Für 3 Mana können wir das Ding enttappen, für 2 Mana Tappen kriegen wir ein Servo, für 1 Mana Tappen opfern wir ein Servo, kriegen einen Topter. Und für Tappen opfern einen Topter, kriegen wir ein 4 für Konstrukt. Ist nur dafür da, damit wir einen stetigen Fluss an 1/1 haben und eben unter Standstill oder anderen Control, Grindy Matchups da was rausholen können. Es gibt auch die Möglichkeit, hier einen Shadow Spear zu spielen, der eben noch +1/+1 Lifelink Trampel gibt. Auch hier sehr, sehr, sehr cool. Dann
findet man bei den Ausrüstungen ein bisschen was anderes. Das kann ich euch gleich noch nebenbei kurz erklären. Das andere Ein-Mana-Artefakt, was wir natürlich spielen, sind Ätherfiolen. 4 Stück an der Zahl. Ein-Mana-Artefakt, zu Beginn des Saisons kommt eine Marke drauf. Wir können das Ding tappen, also wir können eine Marke drauflegen. Und wir können das Ding tappen und eine Kreatur Mana-Kosten gleich der Marken drauflegen. Wir spielen nur 4 Ein-Mana-Kreaturen, danach nur noch 2 und 3 Mana. Dementsprechend versuchen wir natürlich 2 und 3 draufzulegen zu haben. Sehr, sehr cooles Artefakt, macht uns das Leben sehr, sehr einfach. Dann kommen wir zu den Ausrüstungen, die eben, wie gesagt, eine minimale Änderung drin haben, wenn man hier eben den Shadow Spear spielt. Und zwar spielt man, wenn man den Shadow Spear in diesem Slot spielt, spielt man nicht diese Ausrüstung. Kaldra Complete. 7 Mana legendäre Ausrüstung Equipment mit Living Weapon. Das heißt, sie kommt mit einem 0-0 Germ Phyrexian Token ins Spiel. Das Ding ist unzerstörbar, also die Karte selber. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt +5/+5 Erstschlag, Trampel, Unzerstörbarkeit, Eile und wenn diese Kreatur einer Kreatur Schaden zufügt, wird diese Kreatur exiliert. Also alle Kaldra-Teile zusammen. Ihr seht auch hier Schild, Schwert und Helm von Kaldra. Als die Karte gespoilert wurde, ist mein Herz aufgegangen. Ich probiere sie aktuell. Sie ist in dem Slot von dem Sword of Fire and Ice. Und wenn, wie gesagt, wenn man hier den Schattenspeer spielt, spielt man hier nochmal das Sword of Fire and Ice, was auch funktioniert und auch sehr, sehr cool ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Religionssache, was von beidem man spielt und auch ein bisschen Metasache. Dementsprechend entscheidet für euch selbst am besten. Ich werde das hier mal testen. Je nachdem kann es sein, dass ich da was anderes mache. Dann spielen wir die Standard anderen Ausrüstungen, die wir noch haben. Wir haben noch die Batterskull. 5 Mana Ausrüstung, auch mit Living Weapon. Sie kriegt +4/+4 Wachsamkeit der Lifelink. Für 3 Mana können wir diese Ausrüstung sogar auf die Hand nehmen. Und für 5 Mana equippen. Ist halt auch sehr, sehr stark. Einfach weil sie Lifelink Wachsamkeit gibt und einfach noch einen Buddy dabei hat. Und die letzte und wichtigste Ausrüstung. Umezar basierte 2 Mana Ausrüstung. Wenn die Kreatur Schaden zufügt, kriegen wir 2 Kampfschaden, kriegen wir 2 Marken drauf. Wir können eine Marke runternehmen, um entweder eine Kreatur, also der ausgerüsteten Kreatur, +2/+2 zu geben, einer Kreatur unserer Wahl -1/-1 zu geben oder 2 Leben zu bekommen für 2 Mana zum Equippen. Das ist eine Ausrüstung, die dieses Deck fürchtet und auch viele andere Decks fürchten. Deshalb mächtig. Wirklich, wirklich mächtig. Und das ist auch aktuell Länder und Artefaktbasis. Länder hätte ich schon lange wegräumen können, aber ich wollte die Ursas Saga noch da lassen, weil, wie gesagt, Retrofitter Foundry und Adavio kann man die Ursas Saga suchen. Wir haben einen paar Artefakte drin, wodurch unsere Kreatur, die wir hier machen, auch ein bisschen größer wird. Und es ist ganz nett, um einfach noch Kreaturen zusätzlich zu spawnen und Probleme zu verursachen. Dementsprechend legen wir das Ganze beiseite und gucken uns mal die Kreaturen an. Bei den Kreaturen gehe ich von Mana-Kosten hoch nach niedrig. Deshalb, wir spielen 4-mal die gute alte Flickerwisp. 3-Mana 3-1 Elemental. Die sagt, wenn sie ins Spielfeld kommt, bringen wir ein permanentes aus dem Spiel und bringen es zu Beginn des nächsten Endsteps wieder. Interessanterweise auch, wenn wir zum Beispiel im gegnerischen Endstep was rausflickern, kommt das erst zum Beginn unseres Endsteps wieder oder umgekehrt. Dann eine Neuerung. Wir spielen 3 Skyclave Operation. 3-Mana 2-2, wenn sie ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Nicht-Land-Permanente, Nicht-Token-Permanente auch noch, mit Mana-Kosten von 4 oder weniger, das wir nicht kontrollieren. Das sind eine Menge Einschränkungen. Und wenn sie das Spielfeld verlässt, dann bekommt der Besitzer der Karte, die exiled wurde, ein XX blauen Illusionstoken, wobei X die umgewandelten Mana-Kosten der Karte sind. Converted Mana-Kosten. Nicht Mana-Value. Ja, egal. Sehr, sehr cool. Macht Jace platt, macht Chalice platt, macht eine Menge platt, was im Format gespielt wird. Es gibt ganz, ganz wenig, was sie damit nicht trifft. Deshalb eine sehr, sehr gute Karte. Und um die rauszusuchen, spiele ich auch immer noch 2 Recruit of the Guard, 3-Mana-1-1. Und ihr könnt, wenn ihr ins Spielfeld kommt, euer Deck nach einer Kreatur durchsuchen mit Verteidigungsstärke von 2 oder weniger und sie auf die Hand nehmen. Und ja, es ist sucht Flickerwisp, flickert ihn, macht der Deal. Apparition wird rausgesucht und ich glaube, jede andere Kreatur, die wir spielen, ist aktuell suchbar mit dem Recruiter und deshalb sehr, sehr starke Karte. Dann spiele ich 2 Spirit of Labyrinth, 2-Mana 3-1 und jeder Spieler darf nur eine Karte pro Runde ziehen. Vorteil, wir spielen halt kein Sword of Fire and Ice. Also in jeder Liste nicht, wodurch wir uns selber halt nie auf die, in diese Versuchung kommen, eine zweite Karte zu ziehen. Aber auch selbst wenn ihr Fire and Ice spielt, spielt 2 davon, die sind so, so gut. Gerade mit der Ätherviole in Response auf den Brainstorm, der Gegner darf keine Karte ziehen und muss dann noch 2 oben drauflegen aus der Hand. Das ist vernichtend für ihn und das ist gute Karte. Wird viel zu wenig gespielt, finde ich. Und ja, sollte man auf jeden Fall drin haben. Was man auch drin haben sollte, was die meisten auch drin haben, sind 4 Thalia. Guardian of Traben, 2-Mana 2-1 Erstschlag. Nicht Kreaturenzauber, die irgendwo castet werden, kosten 1 Mana mehr. Wir spielen eine Menge Kreaturen, wir spielen nur so ein paar Artefakte und noch 4 Zauber. Dementsprechend tangiert uns das relativ wenig. Manche Gegnerdecks auch nicht, aber die meisten Gegnerdecks, gerade im Legacy, sind davon sehr schnell gestört. Dann zu guter Letzt, zumindest was die 2-Mana-Kreaturen angeht, Stoneforge Mystic. 2-Mana 1-2, wenn sie ins Spielfeld kommt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Ausrüstungskarte, nehmen diese auf die Hand und mischen nach unser Deck.
Und für 2 Mana tappen können wir eine Ausrüstungskarte aus unserer Hand ins Spiel bringen. Klingt total banal, ist aber total stark, wenn wir die Turn 2 reinlegen können, Turn 3 Kaldra Complete reinschmeißen können, einfach ins Gesicht damit hauen können. Für 3 Mana ist die Kaldra Complete halt schon, in der dritten Runde ist die Kaldra Complete halt schon ziemlich gut und ziemlich dämlich. Und ja, das gibt auf jeden Fall einen Aggro-Faktor. Und dann habe ich 4 Mother of Runes, ein weißes Mana 1/1, tappen, eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren, kriegt Schutz vor einer Farbe unserer Wahl. Auch hier einfach nur zum Schutz geben. Wir können sie selber anwählen und die gute alte Mutti beschützt unsere ganzen Kreaturen vor diesen bösen Removal-Spells. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Zauber drin, den haben wir 4-mal drin, weil er der Best Removal im Legacy ist. Swords to Plowshares. Ein weißes Mana Instant, wir exilen eine Kreatur und der Beherrscher kriegt so viel Leben, wie die Kreatur Stärke hatte. Ja, spielen wir 4 Stück. Das sollte niemand überraschen. Dementsprechend können wir direkt den nächsten Schritt machen zum Sideboard. Beim Sideboard kommen wir zuerst mal zu der Karte, wo ich gerade eben gesagt habe, ich spiele dieses schwarz-weiße Land eben wegen Mikropunkten. Das ist zum Beispiel der Punkt, dass wir eben Surgical Extraction für 1 Leben statt für 2 Leben casten können. Das ist die einzige Grund, warum das Land zum Drawn, das Horizon Land, schwarz-weiß ist. Surgical Extraction ist eine Karte für ein schwarzes oder eben 2 Lebenspunkte. Wählen wir eine Karte in dem Friedhof unseres Gegners, was kein Standardland ist. Wir suchen die Hand, das ist die Bibliothek und den Friedhof nach allen mit demselben Namen und exilen die. Und das ist halt gerade gegen Graveshift-Decks sehr gut. Oder eben auch gegen Decks, die auf eine Combo basieren, die bestimmte Karten immer wieder resolven lassen wollen. Oder. Und das ist gut gegen Uro und ich hasse Uro. Dementsprechend passt das schon ganz gut. Spiele ich aktuell über Rest in Peace. Hier kann man auch Rest in Peace spielen, gerade weil es ja auch mit dem Ur-Delver-Deck so viele Graveshift-Interaktionen gibt. Heilige Schande. Egal. Dann kommen wir zu einem kleinen Package, was man ins Sideboard, aus dem Sideboard ins Mainboard tun kann, wegen Ursas Saga. Wir haben einen Gravedigger's Cage. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass die alle 0 oder 1 Mana kosten. Ist ein Artefakt, was sagt, Kreaturen können aus dem Friedhof oder aus der Bibliothek das Spiel nicht entern und Spieler können aus dem Friedhof oder aus der Bibliothek keine Karten casten. Sehr, 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 sehr wichtige Karte, sehr, sehr coole Karte, auch hier eine Graveshift-Hate-Karte. Genau wie die nächste, Soulguide Lantern, 1-Mana-Artefakt und wenn sie ins Spielwerk kommt, exilen wir eine Karte aus dem Friedhof, wir können die tappen und einen Friedhof exilen. Vom Gegner. Oder für 1 Mana tappen ziehen wir eine Karte, wenn wir das Ding opfern. Sehr, sehr cool, weil wir damit halt auch eine Karte beim Gegner rausnehmen können und dann weiterspielen können. Ist aber manchmal auch nötig, den kompletten Friedhof wegzunehmen. Sehr, sehr ärgerlich manchmal. Aber ansonsten auch hier Uro Primär-Target dafür. Dann haben wir eine Pithy Needle. 1-Mana-Artefakt, was eben sagt, wenn es ein Spiel kommt, sammle eine Karte an. Aktivierte Fähigkeiten außer Mana-Abilities von dieser Karte können nicht benutzt werden. Interessante Interaktion, wenn ihr die Ursas-Saga opfert, kann der Gegner nicht mehr darauf reagieren, dass ihr die Pithy Needle reinbringt. Bedeutet, in dem Moment, wo die geopfert wird und er hat 3-mal dasselbe Fetchland liegen und ihr bringt die rein, könnt ihr das Fetchland ansagen und es ist rum. Da kann der Gegner nichts mehr tun. Auch das sehr, sehr wichtig. Und dann gehen wir noch gerade die letzten Non-White-Karten durch. Und zwar spiele ich 2 Mindbreak-Traps. 4 Mana, Instant, in Blau. Die sagt, wenn der Gegner 3 oder mehr Zauber in diesem Zug gecastet hat, können wir die für 0 Mana casten und wir exilen irgendeine Anzahl an Spells von dem Stack. Das ist ziemlich wichtig gegen Decks auch wie Show and Tell, die oftmals noch was anderes upsetten und damit eben nicht mehr rechnen. Oder auch andere Combo-Decks. Doomsday. Ich gucke euch an, Doomsday. Dementsprechend eine sehr, sehr coole Karte, die man auch immer wieder spielen kann. Ich probiere sie aktuell immer wieder aus, ob sie im Meta wieder gut ist oder nicht. Normalerweise kann man hier eben auch andere Sachen spielen. Ebenfalls gegen Combo ist die nächste Karte, die wir spielen, Divining Silence. Spielen wir 3 Stück von. 1 weißes Mana Enchantment. Jeder Spieler kann nur noch 1 Nicht-Kreaturen zur Hauptrunde spielen. Passiert bei uns selten, dass wir mehr spielen, weil wir haben ja nur diese paar Artefakte und diesen einen Zauber. Nach dem Sideboarden kann das schon mal wichtig sein. Grundsätzlich aber gegen sowas wie Storm, gegen Show and Tell, eine der Sachen, eine sehr, sehr gute Karte. Wirklich, wirklich stabil. Dann als One-Off einen Containment Priest, 2-Mana-2-2 Flash, Known-Tokens, die ins Spiel kommen, die nicht gecastet wurde, werden exiliert. Auch hier gegen Show and Tell, gegen Elfen, gegen Goblins, gegen andere Fiolen-Decks und ähnliches. Richtig, richtig stark. Es ist leider Non-Token, aber ansonsten auch richtig, richtig, richtig stark. Dann haben wir noch 2 Karten, wo ich gesagt habe, bei den Flagstones, dass es deshalb drin ist. Flagstones bedeutet automatisch, dass wir Cataclysm spielen. Es ist ein 2-Mana-Sorcery.
ist eine Viermana Sorcery, die sagt, jeder Spieler wählt eine Artefakt, eine Kreatur, eine Verzauberung und ein Land und opfert den Rest. Hierbei halt ganz interessant. Erstens, wir können mit dem Enchantment Ursa Saga wählen, können, wenn wir was anderes wählen, als die Flagstones eben ein zweites Land behalten. Oder wir können auch mit Enchantment auch den Spirit of Labyrinth wählen, was sehr, sehr cool ist. Früher hat man ja ganz viel auch mit Artefakt-Kreaturen noch gespielt. Also gerade die Phyrexian Rewalker hat man ja wirklich viel gespielt. Und deshalb hat man da die immer mit Artefakt angesagt. Aber da hat man immer noch Aetherfiole und andere Dinge, deshalb, ja, Cataclysm, zwei Stück, so. Dann die letzte Karte, die wir zweimal spielen, sind zwei Solitudes. Gerade für Midrange-Kreaturen-Matchups einfach noch zusätzliche Sachen reinzubringen, die reinkommen können. Früher hat man hier Path to Exile gespielt oder anderen Removal. Hier sind jetzt zwei Solitudes, 5 Mana 3-2 Flash Lifelink. 5 Mana ist halt viel, aber wir können das Ding halt auch einfach evoken, indem wir eine weiße Karte von der Hand exilen. Und wenn das Ding ins Spielfeld kommt, können wir eine Kreatur, eine andere Kreatur, exilen und bekommen, der Besitzer bekommt so viel Leben, wie das Ding Angriffsstärke hatte. Das ist natürlich besser als Path, weil es halt für 0 Mana castbar ist, weil es nur Leben gibt statt ein Land. Und wichtige Interaktion, ihr könnt, wenn ihr sie auf dem Stack habt, auch mit der Flickerwisp sie selber flickern, wenn ihr die Aetherfiole dafür benutzt und könnt sie auf dem Feld belassen und zwei Karten exilen. Und ja, das ist sehr, sehr cool, sehr, sehr stark. Im Modern ist es noch ein bisschen brokener oder wenn man wirklich so ein Flicker-Deck hat. Aber hier ist das schon stark genug. Dementsprechend spiele ich davon zwei im Sideboard, gerade für solche kreaturenlastigeren Matchups oder auch whatever. Dementsprechend, ja. Das ist mein Sideboard. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein bisschen im Deck-Talk das Deck genauer an. Viele wissen es ja, für Death in Texas bin ich bekannt, berühmt, berüchtigt und ich spiele Death in Texas schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gerne. Deswegen freue ich mich auch aktuell, dass es ein bisschen viel Liebe bekommen hat hier mit Ursa Saga, Solitude und Kaldera Complete. Ja, auch andere Decks spielen Ursa Saga und andere Decks spielen Solitude. Aber es ist sehr selten, dass Weiß aktuell Liebe bekommt, deswegen freue ich mich da über jeden Halm, den ich kriegen kann. Das Deck ist super, super cool. Es ist ein Kreaturen-Beatdown-Deck. Es ist ein relativ günstiges Deck für ein Legacy-Deck. Es ist aber auf keinen Fall ein Starter-Deck und deswegen mag ich das Deck so unglaublich. Ihr habt auf jeden Fall wunderschöne Kreaturen drin, die den Gegner stören, Vitalia. Ihr habt Interaktionen drin, eine Kurve von 1 bis 3, wodurch die Aetherfiole die Keykarte schlechthin ist. Spätestens wenn ihr Aetherfiole und Flickerwisp ein paar Mal gespielt habt oder End of Turn die reinbringt, weil ihr euer Mana für Ursa Saga, Wasteland, Port oder sonst was benutzt. Das ist der Hammer. Also das ganze Deck ist der Hammer. Ich liebe das Deck und ich finde es großartig. Es macht mega viel Spaß. Dementsprechend auch hier die Ausrüstungsinteraktion für zwei Mal eine Ausrüstung aussuchen, bieten. Wie gesagt, Kaldera Complete ist so ein kleiner Faktor, über den man reden kann. Aber ihr habt halt so viele Antworten. In einem Format, wo halt Turn 1 aus sein kann, könnt ihr Turn 1 Mutter, Aetherfiole, Silent spielen. Und ihr habt so viele Antworten auch gleichzeitig, die ihr dem Gegner entgegenwerfen könnt. So ein schönes Deck und es ist wirklich mit Mono White Beatdown eins meiner Lieblingsdecks, beziehungsweise es ist mein Lieblingsdeck. Deshalb, wenn ihr Fragen oder sonst was habt, gerade was dieses Deck betitelt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, na Blacksit. Ciao, ciao.